Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich bin der Henry und heute, ja, wie man schon sehen kann, ich bin vor einem Kino, vor dem Cinecittà. Und ja, heute hat man mal die Ehre, meinen Film anzuschauen. Richtig gehört, mein Film, einer meiner Filme läuft im Kino. Ja, wie kam es dazu? Ich habe beim Mittelfränkischen Jugendfilmfestival einen Film eingereicht. Der wurde tatsächlich angenommen und wird heute gezeigt im Kino. Und zwar als richtige Vorführung. Ja, was ist das Jugendfilmfestival? Da können junge Filmemacher von 15 bis 26 Jahren, die einen Film gemacht haben, natürlich einreichen und der wird dann genommen oder nicht. Und wenn man Glück hat, dann wird er natürlich wie klassisch bei so einem Festival im Kino gezeigt. Und ja, was das Besondere ist, das Filmfestival ist natürlich ein Kurzfilmwettbewerb, also da können keine Spielfilme jetzt teilnehmen, die 1,5 Stunden gehen, sondern nur so ab einer Minute bis maximal 30 Minuten. Und ja, das Besondere ist natürlich, am Ende können die Filmemacher, wenn die dann da sind, auf die Bühne kommen und was zum Film erzählen. Also es werden Fragen gestellt, beziehungsweise man kann auch Fragen aus dem Publikum stellen, was halt so dieses besondere Festival ausmacht. Ja, ich finde, das ist eigentlich eine besondere Ehre, dass einer meiner Filme angenommen wurde und gezeigt wird. Und ich finde es schon mal sehr schön und ja, jetzt wünsche ich dir einfach mal viel Spaß bei diesem Video. Jetzt im nächsten Film sind wir im Prinzip live mit dabei bei einer Weltreise, ja, aber eine Weltreise der etwas anderen Art, eine Vlog-Folge von Mailand nach Amerika. Seid gespannt, was euch erwartet. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Auf jeden Fall ein gelungenes Überraschungsmoment. Das war die Vlog-Folge 25 Weltenbummler von Mailand nach Amerika. Minion Deutschland Tour. Henry und Corinna, wenn ihr da seid, dann kommt auch mal kurz zu uns runtergereist. Ah, die Freundin muss für den Vlog, ne? Ja. Das fällt mir ja auch schon alles so. Wie seid ihr auf diese verrückte Idee gekommen? Ja, das war jetzt mal eine Inspiration, also habe ich mir irgendwo mal im Fernsehen gesehen und da dachte ich mir, das kann man ja auch mal machen und da wir zu dem Zeitpunkt noch Urlaub hatten und da habe ich gedacht, starten wir den Urlaub mal anders, fahren wir nicht auf den direkten Weg an die Nordsee, sondern machen wir einen kleinen Umweg über Mailand und wenn es schon mal so verrückte Orte gibt wie Amerika und Russland und es liegt perfekt nebeneinander, dann verbinden wir das doch mal miteinander. Wie seid ihr da rangegangen an die Recherche, also solche Orte überhaupt mal zu finden? Das war auch ganz zufällig. Also das war halt auch in diesem Fernsehbeitrag, was ich mal gesehen habe. Und da dachten wir, ja gut, das liegt halt da und dann fahren wir von da und das passt alles und das ist alles zeitlich machbar und wir mussten dann nur etwas früher aufstehen, aber von der Recherche war das eigentlich ganz gut und wir sind auch gut hingekommen, ja. Reist ihr noch mehr rum oder gibt es noch mehr von euch zu sehen, außer jetzt Kalifornien, ne? Das kann man sich ja gleich noch angucken. Ja, das ist auch noch ein Video, also generell auf meinem YouTube-Kanal, da gibt es sehr viele Reisevideos und so, auch so verrückte Sachen wie das hier zum Beispiel. Aber auch mal außerhalb von Deutschland tatsächlich dann, oder? Leider nicht. Ich habe mich ja wegen dem Kanalnamen schon auf Deutschland gestellt. Ja, okay, ja, tatsächlich, okay, ja. Ne? Gut. Dann gibt es Fragen aus dem Publikum schon mal? Ja. Ob ihr auch wirklich in die Länder gereist seid schon mal? Also ob ihr da vielleicht schon mal wart? Wart ihr tatsächlich mal auch in Mailand? Also in echt noch nicht, nee. Also habt ihr jetzt keinen direkten Vergleich? Nee, wir haben noch keinen direkten Vergleich. Aber vielleicht kommt es ja noch irgendwann. Ja. Alles klar. Dann freuen wir uns auf deine zukünftigen Vlogs. Ich hab dich auch schon gesehen vor dem Kino, da gab es auch schon wieder einen. Also. Okay. Gut, sind sonst noch Fragen aus dem Publikum? Gut, keine mehr. Dann bekommt ihr noch eure Teilnehmerurkunde natürlich. Und wenn es mit dem Kühestreicheln auch nicht geklappt hat, vielleicht dürft ihr ja Hunde streicheln oder einen Hund, ne? Dann der Lobo, er steht hier, vielleicht gehört er euch. Vielleicht. Applaus, München, Deutschland hier.
Ja, gerade eben ist mein Film gelaufen im Kino und ja, wunderbar, so wie ich es mir vorgestellt habe, perfekt. Sogar Fragen aus dem Publikum kamen. Jetzt heißt es erstmal warten und ja, noch ein bisschen andere Filme anschauen, was so andere Filmemacher produziert haben. Ist auch ganz interessant, finde ich. Und dann geht es auch schon ab auf die Preisverleihung. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Preisverleihung des 34. Mittelfränkischen Jugendfilmfestivals. Willkommen zur Preisverleihung des 34. Mittelfränkischen Jugendfilmfestivals. Schön, dass ihr alle da seid, Land und zwar Talent. Und hier werden die Preise vom Kreis Jugendring Nürnberg stattgestiftet. Also vielen, vielen Dank dafür. Und bevor wir direkt einsteigen, sehen wir auch hier nochmal einen Schnelldurchlauf aller Filme, die wir heute und gestern sehen durften. Ja, jetzt fast endlich angekommen am Ziel. Ich muss sagen, der Flug war sehr angenehm, es gab kaum Turbulenzen von meiner bisher. Und wie schon eben angekündigt, sind wir jetzt hier in Russland. Jugendfilmfestival. Ja gut, jetzt melde ich mich nochmal. Es ist, wie man schon ein bisschen erkennen kann, spät geworden am Abend. Und Preisverleihung ist zu Ende. Ich habe leider nichts gewonnen. Ja, aber das macht nichts. Ja, der größte Gewinn war, dass tatsächlich das Festival wieder stattgefunden hat, so wie man es kennt. Die letzten zwei Jahre war es ja nur online. Und diesmal war es wieder im Kino. Und ja, der größte Gewinn ist, dass dieser Film im Kino gezeigt wurde. Diese Ehre, die hat man eigentlich so gut wie nie, dass der Film mal auf der großen Leinwand zu sehen ist, nicht wie sonst immer im Internet oder vielleicht mal im Fernsehen oder so, aber dass er mal auf der großen Leinwand zu sehen ist, das ist, ja, also ich habe es geschafft. Ja, das war ja so einer meiner Träume schon, seit ich Videos überhaupt mache, seit knapp 10, 11 Jahre. Anfangs hat es noch nicht so ganz gereicht für das Festival, dann ja, 2020 hat es mal gereicht. Einer meiner Filme ist sogar gelaufen, online zwar, mit den Minions. Dann 2021 hat es nochmal einen Minion-Film geschafft, diesmal kein Minion-Film, sondern der Vlog, was natürlich viel, viel besser ist, finde ich. Und ja, ja, erstmal Dankeschön, dass dieser Film angenommen wurde. Und ja, gut, was hat mir am besten gefallen, was hat mir nicht gefallen, was hat mir am besten gefallen, dass dieser Film gezeigt wurde, was mir nicht, ja, gibt eigentlich nichts, ja, ist, wie schon gerade gesagt, eigentlich voll die große Ehre und, ja, gut, das war's dann jetzt auch schon mit diesem etwas anderen, außergewöhnlichen Vlog, kein Reisevlog, sondern mal so ein Erlebnisvlog, was man nicht, nicht alltäglich hat und vielleicht auch nur einmal, ich weiß es nicht, ob es nächstes Jahr gibt, ich hoffe schon. Vielleicht, mir fällt bestimmt wieder was Gutes ein. Ja, die Reise nach Amerika, also von Mailand aus gesehen, die hatte schon was. Vielleicht kann ich es toppen und einfach mal überraschen lassen. Gut, damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend bzw. schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss!